Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Brettspieltestern. Mit dabei wie immer Michaela und Christian. Und wir sind heute ja wieder auf einem Rückblicksvideo unterwegs. Und zwar geht es um die Spiele. Ich dachte, du wolltest sagen, wieder allein zu zweit. Nee, sind wir ja nicht. Im Bild vielleicht, aber ansonsten nicht, nein. Unser Rückblicksvideo auf die Spiele 2022, Teil 2. Den ersten Teil haben wir ja schon hochgeladen, euch zur Verfügung gestellt. Und jetzt geht es weiter mit Teil. Genau, wir wollen ein bisschen berichten, wir haben noch ein bisschen mehr gespielt. Und zwar haben wir am Freitagmorgen gleich als erstes sind wir zu Feuer dann hingestürmt mit der Brettspielgarde, mit Perm und Michael. Viele Grüße an dieser Stelle. Und haben uns da eintragen können, auch gleich für den ersten Tisch. Das heißt, wir haben da um 21:45 den ersten Slot gehabt. Ich glaube, so anderthalb Stunden waren das. Genau. Und haben da La Famiglia, The Great Mafia War, anspielen können. Das Spiel war ja leider noch nicht da. Wird auch erst, so wie es da, ich sag mal, angehängt war, am Stand Februar 23 rauskommen. Also nächstes Jahr dann erst. Ich meine, letztendlich, es ist zwar total schade, aber es gibt natürlich auch sehr viele andere Spiele. Aber nun kommen wir erstmal dazu, so... La Oh Gott, jetzt bin ich irgendwie ganz im anderen Film. Ist ja nicht Französisch, sondern La Famiglia. Doch, La Famiglia ist ja Französisch, könnte man sagen. Aber Tour ist ja auch nicht Französisch. Ist auch egal. Also storymäßig müsste ja Italienisch sein. Aber ja. Gibt es La als ich sammle mich hier gerade um Kopf und Kragen. L'amore, doch, das kann sein. La Famiglia, das ist Italienisch. Ich hau einen raus. Ich sag, das ist Italienisch. Das macht Sinn. Genau, wir fangen erstmal an, über das Spiel jetzt zu reden. Und zwar, wie der Titel schon sagt, The Great Mafia War. Es ist ein reines, Titel, ich dachte der andere Titel. Es ist ein reines Vier-Personen-Spiel. Ach so, The Great Mafia War heißt, es ist ein Vier-Personen-Spiel. Cool, geile Übersetzung. Es ist ein reines Vier-Personen-Spiel. Perm und Michael saßen auf der einen Seite, wir auf der anderen Seite. Das heißt, wir haben gegen Perm und Michael gespielt. Wir haben einen riesengroßen Spielplan vor uns. Ich blende euch auch das Spielmaterial ein. Wir spielen hier in Sizilien. Dieser Spielplan ist in mehrere Bezirke unterteilt. Jeder Bezirk besteht auch nochmal aus drei Gebieten, könnte man so sagen. Ne? Ist so. Muss man nicht so sagen, ist so. Und jeder Spieler hat vor sich, ich sag mal, einen Sichtschirm. Und dahinter, man bekommt erstmal so eine Startkarte, da bekommt man erstmal bestimmte Startvoraussetzungen. Wir haben auf dem großen Spielplan schon mal vorgegeben, von welcher Fraktion wo Soldati eingesetzt werden müssen. Auch neutrale Soldati waren auch mit dabei, die dort eingesetzt wurden. Ja. Das sind graue. Dann bekam halt jeder so einen Startcharakter, so eine Startcharakterkarte, sage ich jetzt mal so. Und damit konnte man zunächst erst nochmal Soldaten hinter seinen Sichtschirm, seine Befehlszentrale bekommen. Ich habe zum Beispiel am Anfang 12 bekommen. Danach konnte dann jeder noch eine bestimmte Anzahl von Soldaten auf dem Spielplan nochmal einsetzen. Und dann bekam man auch noch, ich glaube, die hießen Drogenlabore. Ja, Drogenlabor, ja, das sind Drogenlabore. Hört sich gut, ich glaube, ich durfte zwei oder drei einsetzen. Das kam auch unterschiedlich, je nachdem, welcher Charakter das ist. Genau, durfte man dann in eigene Gebiete, also die man jetzt am Anfang ja noch kontrolliert, weil da die eigenen Soldati drin standen, dann auch noch einsetzen. Genau, und dann ging es los mit dem Startspieler. Und das war auch schon ein ganz witziges Element. Es ging halt nicht im Uhrzeigersinn nachher weiter, sondern auf dem Spielplan war in allen vier Ecken, soll Glück drinstecken, abgebildet, wie die Reihenfolge weiterging. Von Michael zeigte der Pfeil auf mich. Von mir zeigte der Pfeil auf Pam und von Christian zeigte dann der Pfeil wieder zurück auf... Nein, von Pam auf mich und dann von mir zu Michael. Genau, also so, genau, über Zickzack, genau. Und was machte man? Jede Runde bestand erstmal aus zwei Phasen. Am Anfang kam die Planungsphase. Wir haben oben auf dem Spielbrett so einen Bereich, da waren die... Einflussmarker drauf, und zwar gab es da neutrale Einflussmarker und auch Einflussmarker von jeder Spielerfarbe. Da gab es so verschiedene Spalten, und wenn man am Zug war, konnte man sich entweder einen dieser Einflussmarker nehmen, entweder einen neutralen. Nimmt man sich einen neutralen, musste man nicht separat bezahlen. Nahm man sich aber einen Einflussmarker von einer anderen Spielerfarbe, also nicht von der eigenen, dann musste man an denjenigen, von dem man den Befehlsmarker nahm, dann ein Geld letztendlich bezahlen. Ein Lira. Und diese Befehlsmarker konnte man unten auf einem sogenannten Aktionstableau einsetzen. Das ist eigentlich im Prinzip ein Einflussmarker-Einsatzspiel erstmal in der Planungsphase. Und damit konnte man verschiedene Aktionen dann machen. Man konnte zum Beispiel alle Drogenlabore, die man hatte, produzierten dann Geld. Jedes Drogenlabor brachte zum Beispiel ein Geld. Oder man konnte sich halt neue Soldati in seine Befehlszentrale, also hinter seinen Sichtschirm holen. Oder man konnte, ich sag mal, Soldati von hinter seinem Sichtschirm auf dem Spielplan einsetzen, weil das ist nachher wichtig für die nächste Phase, für die Kampfphase. Oder man konnte auch sogenannte Befehlsmarker auf dem Spielplan platzieren, wobei in jedes Gebiet durfte maximal ein Befehlsmarker platziert werden und der wurde dann in der nächsten Phase abgehandelt. Oder was man auch machen konnte, wenn man sich nicht einen Einflussmarker genommen hat, man konnte auch alle Einflussmarker einer Spalte sich nehmen.
Dann durfte man aber keine Aktion machen auf dem Tableau, wo man die einsetzt. Man durfte natürlich immer nur auf freie Felder einsetzen. Es gab einige Felder, da durften auch beliebig viele Marker draufstehen, aber auf den meisten Feldern durfte man nur ein Marker eingesetzt werden. Und wie bei einem so typischen Einsetzspiel, wenn eine Aktion besetzt ist, kann halt ein anderer Spieler diese Aktion dann nicht mehr machen. So, wenn man das halt macht, dass man von einer Spalte alle Marker nimmt, musste man erstmal, ich meine, Grundkosten bezahlen. Die waren oben auf dem Spieltableau, sage ich mal, abgebildet. Die ändern sich auch im Laufe des Spiels, weil das Tableau, wo wir halt eben die Sachen draufgesetzt haben, die Einflussmarke, das ist nachher bei Rundenende, sage ich mal, geht das nach oben und dort sind dann für jede Spalte entsprechend andere Kosten. Das heißt, im Laufe des Spiels, denke ich zumindest mal, werden die Kosten immer höher werden. Genau, und dann hat man sich, und je nachdem, also erstmal die Grundkosten, hast du schon gesagt, für jeden Einflussmarker. Nee, erstmal nur die Grundkosten pro Spalte, je nachdem, wo man da war, und dann halt eben für jeden Marker, der da stand. Und dann nochmal, wenn es halt eben nicht neutrale Marker ausschließlich waren, sondern noch Spielerfarben, die man nicht selber, also nicht die eigene Spielerfarbe, dann musste man dem jeweiligen Besitzer auch nochmal ein Geld geben. Genau, und dann konnte man halt diese Einflussmarker, konnte man halt auf beliebige freie Felder auf dem, ich sag mal, Aktionstableau einsetzen. Und diese freien Felder konnte man selber nicht nutzen, aber auch die anderen nicht. Das heißt, man konnte Aktionen damit sperren. Und dann konnte man in dem Moment, wo man diese, ich sag mal, Aktion, ja, diese Aktion letztendlich machte, konnte man über der Spalte, war dann auch eine Aktion angegeben, zum Beispiel in der Spalte ganz links war, dass man zum Beispiel ein Boot oder ein Auto oder ein Drogenlabor dann einsetzen durfte. Und was man auch mal noch zusätzlich durfte, man durfte dann auch einen Befehlsmarker platzieren. Oder wenn man, ich sag mal, bei einer anderen Spalte durfte man zum Beispiel einen Befehlsmarker platzieren, man durfte aber auch von seinem Spielertableau Marker runternehmen. Damit schaltete man, das kennt man vielleicht so ein bisschen wie bei ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Auf jeden Fall auf dem Spielertableau kann man sich damit auch noch dann weitere Vorteile dann letztendlich freischalten für den weiteren Spielverlauf, wenn man diese Einflussmarker darunter nahm. Und man durfte auch, ich glaube, in der Spalte teilweise dann auch nur die Marker dann wegnehmen oder in einer beliebigen Spalte, genau, auf dem eigenen Spielertableau. Genau. Und wenn dann alle, ich sag mal, Einflussmarker oben weg waren, dann kam die nächste Phase und das war dann letztendlich die Kampfphase. Und in dieser Kampfphase wurden zunächst erstmal die Befehlsmarker, die in den einzelnen Gebieten platziert wurden, umgedreht. Und dann wurden die immer in aufsteigender Reihenfolge abgewickelt. Und zwar zuerst, es gab Befehlsmarker, die hatten nur so einen Kreis drauf. Genau, das waren Handelsmarker oder wie hießen die? Ja, die brachten erstmal irgendwas. Genau, die konnte man zum Beispiel, die Drogenlabore konnten nochmal Geld produzieren, man konnte vielleicht auch nochmal Leute einsetzen oder so. Sowas. Also irgendwie ein Ertrag in irgendeiner Form brachte das dann halt eben. Dann gab es die anderen, das waren eben die echten Kampfmarker. Genau. Und mit denen konnte man dann quasi angreifen. Die wurden eben auch nach dieser aufsteigenden Reihenfolge quasi abgehandelt. Genau. Und derjenige, der jetzt, sag ich mal, den niedrigsten Kampfmarker hatte von der Zahl her, der hat halt eben den ersten Kampf gemacht und konnte dann, je nachdem, was er da hatte, konnte er eben eine Bombe schmeißen oder konnte mit dem Auto dahin fahren. Und da gab es eben zwei verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, dass man wirklich mit der Übermacht in das andere Gebiet rein ist. Also angenommen, ich habe 8 Soldati, wie du das immer so schön gesagt hast, der Gegner, sei es ein Mitspieler, sei es ein Neutraler, ist relativ egal an der Stelle, hat 2, dann muss ich von meinen 8 erstmal 2 generell abgeben, weil ich eben diese Art des Angriffs wähle. Dann gehe ich rein und dann wird quasi 1-1 gekämpft. Das heißt, der hat 2 drin, ich muss 2 abgeben, damit neutralisieren sie sich und dann muss ich halt eben entsprechend mit Leuten rein. Mehr oder weniger wie Risiko, ich muss immer einen mehr haben, der aus dem Kampf hervorgeht als Sieger, damit ich überhaupt das Gebiet besetzen kann. Mhm. Das ist die eine Möglichkeit gewesen. Oder es gab eben noch Finesse. Da ist es so, dass man quasi, jeder hatte 3 Karten auf der Hand. Es gab eine Karte mit einem Soldati, einen mit 2 Soldati und einen Überläufer. Mhm. Und man musste sich dann eben für so eine Karte entscheiden, die man nimmt. Das macht man verdeckt, beide Parteien. Und derjenige, ich weiß gar nicht, wie der anfängt, ist, der angreift? Ich glaube, der Angreifer entscheidet sich halt eben als erstes, ob er die Karte des anderen Spielers nimmt, auf seine Hand oder nicht, und dann eben der andere Spieler genauso. Mhm. Und das ist halt eben so dieser Überläufe, da ist dann eben so, dass einer von meinen Soldati, wenn er das spielt, zu ihm rüberläuft, zu meinem Gegner oder eben andersrum. Also wenn er von deinen Karten das spielt, ja. Ja, genau. Oder halt eben, ob in meinem Gebiet 1 oder 2 Leute sterben. Und das ist halt eben, muss man so überlegen, so was macht der eine, was macht der andere, das ist so ein bisschen Psychologie, wird er eher auf Kampf gehen, wird er eher eben auf diesen Überläufer gehen, muss man eben auch schauen, wie sind die Mehrheitsverhältnisse da und darüber kann man dann eben auch gewinnen oder
vielleicht auch verlieren. Das ist ein kleines Minigame, ein kleines witziges gewesen. Ich hatte das mit Michael und da war das so, er war dann halt der Angreifer und er wollte halt meine Karte haben. Ich so, ja, mach ruhig, nimm sie ruhig. Und ich glaube, ich habe ein bisschen verunsichert dadurch. Nee, er wollte sie nicht haben. Doch, er wollte sie haben. Er hat sofort hingegriffen und wollte sie haben. Okay. Und war dann doch ein bisschen verunsichert, weil ich immer gesagt habe, nimm sie ruhig, weil so gut kennen wir uns noch nicht, dass er weiß, ob ich blöcken kann oder nicht. Und das ist schon so ein kleines, nettes Minigame, sag ich mal so. Ja, und wenn dann letztendlich die Kampfphase abgehandelt ist, alle Kämpfe letztendlich dann durch sind, dann schaut man halt für jedes Gebiet und halt für jedes Gebiet. Das Gebiete sind ja die kleinen in diesem großen Bezirk, also sag ich mal so. Für jeden Bezirk schaut man, ob bei diesen drei Gebieten irgendwie Mehrheiten sind. Und wenn einer eine Mehrheit hat, dann darf ein Marker halt eben auf meist, das ist ein Hafengebiet, sag ich mal, einen Marker setzen. Und Spielende ist halt eben, wenn ein Einzelspieler 5 Marker gesetzt hat oder man als Team zusammen 6 Marker gesetzt hat, das geht auch. Ich glaube, so war das. Und wenn und vielleicht noch eine Rundenzahl, da sind wir uns nicht sicher, ob es so und so viele Runden geht. Ich glaube es aber nicht. Ich bin mir da auch nicht mehr ganz sicher. Ja, wie gesagt, wir haben es nur angespielt. Wir haben wirklich eine Runde quasi gespielt, von daher nagelt uns da jetzt nicht fest. Und dann war es auch noch so, wenn man halt nach dieser Mehrheitenwertung dann halt in einem Bezirk die Mehrheit hatte, weil man da halt dann 2 Gebiete hatte und diesen Mehrheitenmarker dann für sich setzen durfte, da auf das entsprechende Feld am Rand dazu, dann konnte man unten bei sich, hatte man auch noch eine Reihe von Plättchen ausliegen, die einen Vorteil brachten. Dann konnte man sich davon eins aussuchen. Zum Beispiel, dass man jetzt in einem Gebiet nicht nur ein Befehlsmarker liegen haben darf, sondern zum Beispiel 2. Also da gab es dann bestimmte Vorteile und diese Vorteile hatte man auch so lange, so hatte uns das der Erklärer erklärt, solange man auch hier, sag mal, dieses Gebiet, also solange man da letztendlich diese Marke überhaupt platziert hat. Diese Mehrheit dann letztendlich dann hat. Genau. Es gab auch noch Schiffe, die man einsetzen konnte, Boote, weil Sizilien ist ja eine Insel und drumherum halt eben Wasser. Mhm. Und da konnte man dann eben noch Schiffe einsetzen und über die Schiffe konnte man quasi über Gebiete rüberspringen. Also die waren dann mehr oder weniger wie eine Brücke. Da konnte man halt eben auch gegeneinander kämpfen, mehr oder weniger. Aber ich glaube, so tief, noch tiefer müssen wir gar nicht in dem Spiel einsteigen. Fazit. Eindruck. Mir hat es total viel Spaß gemacht. Es war so lustig. Also ich war ein bisschen, erstmal, 4-Personen-Spiel, nur 4-Personen-Spiel, es gibt kein 2-Personen-Spiel, auch nicht mal mit dem Bot oder so. Da fand ich so, ob das funktioniert oder so. Und wir haben es eben gespielt und es hat von Anfang an echt Laune gemacht. Ist natürlich vom Thema her, hey, wir sind halt eben Mafia-Clans, die gegeneinander kämpfen. Und da gibt es eben dann auch wirklich ziemlich... wie soll ich sagen? Ja gut, dann bei Bombe, du hattest doch einmal den Attentäter. Ich hatte so einen Selbstmordattentäter, den konnte ich eben nutzen. Da habe ich einen aus meinem Bereich rausgenommen und aus 2 anderen Bereichen konnte ich 2 und 3 entfernen. Das ist halt eben manchmal etwas, man könnte sagen, geschmacklos vielleicht, aber mich stört sowas nicht. Es ist ein Spiel und in der damaligen Zeit, wenn man jetzt sagt, das ist irgendwie Sizilien 30er Jahre gewesen vielleicht, da war man nicht so zimperlich. Also von daher, uns hat es Laune gemacht, auch so dieses Tusch und Tusch, wir greifen da, wie ist unsere Taktik? Und das kann man natürlich auf die Spitze treiben. Bei dem Lärm, den wir ja jetzt auf der Messe hatten um die Uhrzeit, war es egal. Wir konnten ganz normal reden. Die haben es eh nicht verstanden und andersrum. Und ist echt ein Spiel, das Laune macht und dass wir uns trotz 4 Personen Anzahl Pflicht sehr wahrscheinlich zulegen werden. Ja, also es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin da echt gespannt drauf, das mal komplett zu spielen und das auch nochmal häufiger dann zu spielen. Ja. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Okay, dann sind wir eigentlich in der Halle 3 geblieben. Wir sind auch gar nicht so weit gekommen, weil wir sind, glaube ich, so einmal um die Kurve gelaufen und da war dann Catch-Up Games und da war ein Tisch frei bei, und den Namen kann ich nicht aussprechen, Uri Kalke. Das ist ja französisch. Uri Chalouk. Also es wird nachher, glaube ich, Uri Kalke heißen. Weil, ich weiß gar nicht, ich glaube, bei Pandasaurus kommt das dann auf Englisch raus. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Aber deswegen auf ihr französisch Catch-Up Games und da war ein Tisch frei und dann haben wir gedacht, setzen wir uns da mal hin. Vom thematischen her, irgendwie Atlantis ist untergegangen. Atlantis, wird untergehen. Wir wissen natürlich, dass es untergehen wird. Und wir versuchen, eine neue Heimat für Atlantis zu finden. Und natürlich versucht das jeder am besten zu machen. Das heißt, jeder Spieler führt mehr oder weniger einen Clan an. Ist ein Gott, Halbgott, Führer, Anführer. Und wir suchen halt eben eine neue Bleibe für die Atlanta. Genau. Und so. Irgendwie so war das so. Genau, und wir haben im Prinzip jeder so unser eigenes Spielertableau und da werden wir so Gebietsteile drauf puzzeln. Und das machen wir, weil wir zum einen große Gebiete gerne haben wollen, weil wir dadurch so, ich sag mal, Mehrheitenplättchen bekommen können und wollen letztendlich auch. Wir haben eine Auslage an Karten. Je nachdem, wie viele Spieler dabei sind, liegen bestimmte Kartenanzahl aus.
Und wenn man am Zug ist, darf man sich erstmal eine Karte aus der offenen Auslage nehmen. Und auf diesen Karten, vielleicht noch ganz kurz, liegen nicht nur die Karten aus, sondern auf diesen Karten sind auch Felder für diese Gebietsplättchen. Und zwar gibt es Gebietsplättchen in der Größe 1, 2 und 3. Und welche Gebietsplättchen man auf diese Karten drauflegen muss, ist dann halt vorgegeben. Wenn dann also einer die Größe der die Größe, genau. Entweder muss ein Einer drauflegen oder ein Zweier oder ein Dreier. Das ist dann halt auf der Karte so vorgegeben, was man da drauflegen muss. Und der Spieler, der halt dran ist, sucht sich halt eine von diesen offenen Karten aus. Je nachdem, welche Karte er nimmt, muss er dafür auch noch, ich sag mal, Arbeiter abgeben, vorher zum Bezahlen dieser Karte. Nicht Arbeiter, Hopliten-Soldaten. Okay, alles klar. Du kennst die Begriffe besser. Dann nehme ich mir diese Karte und dann muss ich dieses Gebietsteil, was da drauf liegt, muss ich auf meinem Spielplan letztendlich verpuzzeln. Jeder ganz kurz schon davor, wenn ein Vulkan aufgedeckt wird, wird sofort auf den Vulkan, auf dem ausliegenden Plättchen ein Monster draufgesetzt, auch zufällig. Genau, so kommen nämlich die Monster. Später gab es so ein Säckchen mit Monstern und die werden dann zufällig aus dem Sack gezogen. Genau. Und wenn man sich halt diese Karte mit dem Plättchen nimmt, wo der Vulkan drauf ist, wo dann ja dieses Monster draufgestellt werden musste, bekommt man halt auch das Monster dann. Das muss man dann halt mit in seinem Gebiet dann praktisch platzieren, weil das muss auf diesem Vulkan erstmal stehen bleiben, bis man es dann erfolgreich bekämpft hat. Also nochmal zurück, wenn ich mir diese Karte genommen habe, platziere ich dieses Gebietsplättchen regelkonform auf meinem Spielertableau. Jeder hat zu Beginn ein Startgebietsplättchen, was man irgendwo platzieren darf. Es gibt auch bestimmte Felder auf dem Spielplan. Wenn man die überdeckt, darf man sich dafür die bestimmte Belohnung nehmen. Und das nächste Gebietsplättchen, was ich dann nehme, wie man es aus vielen Sachen schon kennt, muss ich halt angrenzend dann letztendlich anpuzzeln. So, und wenn ich das dann angepuzzelt habe, dann kann ich noch auf jeder Karte, ist eine Aktion drauf, es gibt 4 verschiedene Aktionen. Man kann entweder alle Goldminen, die man hat, produzieren lassen, dann bekommt man pro Goldmine, die man schon hat, einen Goldklumpen. Oder man kann, das andere waren, glaube ich, Trainingslager. Ja, ne? Man konnte Soldaten rekrutieren, sprich diese Hopliten anwerben. Genau, pro Trainingslager, was man, ich sag mal, aktiviert, bekam man dann einen Soldaten oder einen Hopliten, wie du es, Hopliten? Ja, ja. Aha, okay. Bekam man halt einen davon in seinen Vorrat. Oder man konnte bauen. Es gab nämlich noch eine offene Auslage von 4 Gebäuden. Da konnte man dann eins von bauen. Da musste man immer gucken. Diese Gebäude wollten immer auf einem bestimmten Gebiet gebaut werden oder einem bestimmten Terrain. Es gab nämlich 5 verschiedene Terrain, sage ich jetzt mal so. Es gab Wasser, es gab Gebirge, es gab Wüste, Wald und es gab Vulkan. Vulkan war halt ein Joker. Und dann konnte man halt dieses Gebäude auf ein freies Feld platzieren, wobei man durfte es nicht angrenzend zu einem Monster platzieren. Also wenn noch ein Monster bei einem auf dem Spielplan auf einem Vulkanfeld drauf stand, dann durfte man halt da das Gebäude nicht platzieren. Ansonsten musste man halt gucken, wenn das Gebäude auf einem Wasserfeld platziert werden wollte, musste man es halt auf einem freien Wasserfeld platzieren. Wollte es auf einem freien Waldfeld platziert werden, musste man es auf einem freien Waldfeld dann platzieren. Und diese Gebäude brachten halt auch bestimmte Vorteile dann im Spiel, da kommen wir aber gleich nochmal zu. Oder man konnte jetzt bauen, hatte ich genau, oder man konnte auch Monster dann letztendlich bekämpfen. Denn wenn ich ein Monster auf meinem Spielplan habe, dann konnte ich, wenn diese Aktion auf meiner Karte drauf ist, also eine dieser 4 Aktionen war immer auf der genommenen Karte drauf, dann konnte ich auch die Aktion, wenn die da drauf ist, dieses Kämpfen, Monster bekämpfen, dann machen dementsprechend. Und wenn man Monster bekämpft, diese Monster hatten immer eine bestimmte Kampfstärke, zum Beispiel 10, man hatte grundsätzlich immer einen roten Würfel dann praktisch zur Verfügung. Ich glaube, der ging bis 5, ne? Ja, 2 bis 5, glaube ich. Weil dann ja noch ein Totenkopfsymbol immer drauf war. Wenn das Totenkopfsymbol kam, dann hat man auf alle Fälle gewonnen, egal wie hoch der Zahlenwert war. Und dann hatte man eben noch 5 Seiten übrig, von daher wie 6er, ja 2 bis 5 auch übrig, genau. Und man konnte halt eben noch zusätzlich zu dem, wo da auf dem Plättchen, wo das Monster steht, konnte man eben noch Hopliten aus seinem eigenen Vorrat dazustellen. Und pro Hoplit, den man dorthin stellte, bekam man einen Würfel mehr. Und dann würfelte man gegen das Monster, hatte man den gleichen Wert oder einen höheren Wert, hat man gewonnen. Oder eben einen Totenkopf, mindestens einen Totenkopf. Dann hat man quasi das Monster besiegt. Hat man das nicht geschafft, dann blieben einfach die Soldaten, die man eingesetzt hatte, dort liegen. Aber man hat es eben nicht besiegt und muss es dann eben die nächste Runde gegebenenfalls machen. Genau. Das war im Prinzip das, was man erst an seinem Zug macht. Also man nimmt sich eine Karte mit dem entsprechenden Gebietsplättchen und vielleicht noch mit dem Monster, wenn da eins auf dem Vulkan fällt. Stand runter, man platziert das Gebietsplättchen regelkonform auf seinem Tableau, das Monster bleibt erstmal drauf stehen und dann macht man eventuell die Aktion der Karte. 4 Aktionen gab es, entweder bauen oder Gold produzieren oder halt die, ich sag mal, Soldaten sich nachholen oder halt Monster bekämpfen. Danach konnte man noch, wenn man wollte, eine Zusatzaktion machen. Da konnte man zum Beispiel 2 von seinen Soldaten abgeben.
gegen, da hatte man 3 Zusatzaktionen zur Auswahl, also 3 von diesen 4 möglichen Aktionen zur Auswahl. Oder man konnte 2 Gold abgeben, da waren auch 3 von diesen Optionen zur Auswahl. Und wenn man 2 Monster abgab, hatte man sogar zwischen allen 4 Aktionen die Auswahl, eine davon nochmal als Zusatzaktion zu machen. Und wenn man Monster besiegt hatte, dann bekam man auch Boni, die waren auch den Monstern abgebildet. Genau. Auch je nachdem, wie stärker die Monster waren, so besser der Bonus. Genau, und im 2-Personen-Spiel kam dann halt noch dazu, dass der Spieler, der am Zug war, dann noch zusätzlich nach seinem Zug, wenn er den vollständig abgehandelt hat, eine Karte aus der Mitte entfernt hat, so dass man im Prinzip simuliert, es gibt noch einen weiteren Spieler, genau, der sich eine Karte genommen hat, eine Spieler Karte weniger Auswahl hat, genau, und dass eben auch mehr Karten durchlaufen vom Fluss her. Ja. Genau, und von den Gebäuden her, wir sagten ja, man kann sich ja auch Gebäude zwischendurch bauen, da gibt es zum Beispiel solche Vorteile, dass man eine Zusatzaktion machen darf oder wenn man gegen Monster kämpft, dass jede 1, die man würfelt, ein Totenkopf ist oder jede 3 ein Totenkopf ist und so weiter. Und warum macht man das? Wir haben, also natürlich, um zu gewinnen, wie bei so vielen Spielen, und wir haben oben an unserem Spielertableau 5 Aussparungen und da wollen wir im Prinzip, ich sag mal, diese Siegpunktplättchen letztendlich sammeln. Wir können die einmal sammeln, wenn wir die Bauaktion machen, können wir auch gegen Abgabe von 5 Gold, können wir uns, ich sag mal, so ein Siegpunktplättchen holen. Ich glaube, das hieß sogar genauso wie das Spiel, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es so ein Siegpunktplättchen und das können wir in eine Aussparung legen. Dafür müssen wir halt 5 Gold ablegen. Davon könnten wir uns rein theoretisch auch beliebig viele im Spiel 5 holen. 5 Stück kaufen und dann hat man gewonnen. Genau, wobei man darf ja Bauen immer nur einmal machen, wenn man am Zug ist, plus vielleicht die Zusatzaktion. Ja, ist man nach 5 Runden durch. Ja, ungefähr, genau. Wenn man 25 Gold angehäuft hat. Genau, oder man konnte auch bei der Bauenaktion sich so ein Heiligtum bauen. Dafür brauchte man 5 verschiedene Landschaften, die zusammen... Nee, 4. 4, genau, Entschuldigung, es gibt ja genau 4 verschiedene Landschaften, die zusammenhängend waren. Da kam dann entsprechend dieses Tempelplättchen dann drauf, dieses Heiligtum. Wobei, wie gesagt, Vulkane sind dann Jokerplättchen. Das heißt, wenn man da jetzt, ich sag mal, 3 Vulkane dabei hatte und noch 2 andere verschiedene, hat 4, 2, 2 Vulkane und ein... 3 Vulkane und ein anderes, so kurz. Ja, mach 4. Also 4 verschiedene Gebiete brauchte man und Vulkane sind dann halt Joker dafür. Wenn man so einen Tempel da drauf legte, dann gab es halt auch ein Plättchen dafür, was ein Siegpunktplättchen war, was man dann auch bei sich oben anlegte. Oder ich sagte ja schon, man versucht auch bei den jeweiligen Gebieten vielleicht Mehrheiten zu puzzeln, denn sobald man die Gelände mindestens 3 Felder zusammenhängend hat, konnte man sich dieses Mehrheitenplättchen nehmen. Das konnte einem aber auch wieder genommen werden. Sagen wir jetzt mal, ich habe in einem Zug jetzt geschafft, ich habe 3 Wüstenfelder zusammenhängend gepuzzelt, konnte ich mir das Mehrheitenplättchen für die Wüste nehmen. Aber wenn Christian dann im nächsten Zug 4 Wüstenplättchen zusammenhängend gepuzzelt hat, dann konnte er mir das halt wieder klauen. Und man durfte auch maximal nur 1 von diesen Plättchen haben. Es sei denn, man hatte ein Gebäude, was ich auch hatte in dem Spiel, wo man dann zum Beispiel 1 mehr haben durfte. Und diese Plättchen brachten einem dann auch einen Vorteil. Da mussten die umgedreht werden. Zum Beispiel dieses Plättchen, was man beim Kampf bekam, konnte man halt dann auch 1, oder war es beim Kampf? Ich glaube, ja. Da konnte man einfach sagen, so, ich setze es jetzt ein, drehe es um, es ist automatisch ein Totenkopf. Ich habe den Kampf gewonnen. Genau. Jetzt. Oder wenn man zum Beispiel Gold produziert, dass jede Goldmine, glaube ich, 1 Gold mehr brachte. Ja. Oder jeder beim Trainingslager, glaube ich, jedes Trainingslager 1, glaube ich, mehr brachte. Irgendwas, war das, glaube ich. Also es brachte dann auch nochmal bestimmte Vorteile. Ja. Und so spielt man halt und versucht halt 5 dieser, sag ich mal, Siegpunktplättchen zu haben. Aber wichtig ist auch, man darf keine Monster haben, weil ich war mir ein... Ich hatte diese Plättchen da und ich hatte die Regel vergessen, dass man dann keine Monster mehr auf seinem Spielplan haben darf. Und ich hatte ihr Lächeln verschwand, erstarrt. Und du hast es mir auch nicht vorher erzählt, weil ich habe mir das letzte Plättchen genommen. Ich habe gesagt, das Spiel ist ja gleich eh vorbei. Ich habe zu Christian gesagt, habe mich schon gefreut. Ja. Und ich hatte aber noch 2 Monster auf dem Spielplan, dann war ich fertig. Und dann kommt Christian, hast du aber noch nicht gewonnen, hast du noch 2 Monster da stehen. Hat er gesagt, der Erklärer. Genau, hat er gesagt. Ich habe mir das gemerkt. Ich hatte das aber leider vergessen. Also von daher. Das war sehr, sehr amüsant. Und dann habe ich das dann dicht gemacht. Genau, dann hast du das dann noch dicht machen können, weil ich habe die Monster nicht mehr vorher bekämpfen können, bevor du dann fertig warst. Ja, wie hat es dir denn gefallen, das Spiel? Ja, wir sind extrem gut reingekommen. Also uns wurde das Spiel auf Englisch erklärt. Mhm. Das ist auch so ein kleines Glossar da gewesen, was die Gebäude und so bedeuten. Da haben wir 1-2 Mal kurz reingeschaut. Also der Erklärer war jetzt nicht die ganze Zeit da. Von daher leicht verständlich. Ich glaube, wenn man sich die Anleitung einmal auf Deutsch angelesen hätte oder durchgelesen hätte, hätte man das ohne Probleme spielen können. Die Mechanismen gefühlt alle schon mal da gewesen. Also da wird das Rad in keinem Fall neu erfunden. Mhm. Es flutschte ganz gut. Ich sag mal so, das wäre sogar als Familienspiel durchgegangen. Ne? Also es ist kein Kennerspiel oder so gewesen. Von daher so als Familienspiel okay, wenn man sagt, so man mag, das ist halt eben schon so ein bisschen Interaktion dabei. Man muss eben gucken, so auf was geht der zum Beispiel mit den Mehrheiten beim Gelände, wenn sie jetzt zum Beispiel auf, was waren das, gelbe Mais?
Wüste, genau. Wüste, wenn Michaela auf Wüste geht und ich gehe auch auf Wüste, so wie kann ich da eben versuchen, schneller zu sein, um zuerst halt eben die Mehrheitenbonus abzugreifen. Das aber, also es war okay, hat mich jetzt nicht umgehauen. Es war nett, dass wir das so zusammenspielen konnten, aber ich glaube, das muss bei uns zumindest nicht unbedingt in die Sammlung. Ich glaube, also, das ist auch im Mehrpersonenspiel ist es dann auch noch mehr, dass einem immer diese Plättchen auch geklaut werden, ne? Gerade diese Mehrheitenplättchen, dass dann hat einer 3 Wüste, der nächste kommt, hat dann 4 Wüste und so weiter. Ja, kann also weil da, ne? Weil da habe ich bei dir schon drauf geguckt, als ich dieses Wüstenplättchen hatte, habe ich schon geguckt, okay, wie viele Wüsten hast du? Ja, ich bin nicht hierher gekommen. Kannst du da jetzt demnächst irgendwo was liegen? Erlegen, weil das ist im Zwei-Personen-Spiel natürlich auch noch ganz gut, weil man nimmt dann ja auch eine Karte aus, nach seinem Zug aus der Mitte noch raus, weil dadurch kann man natürlich auch so ein bisschen steuern, ein bisschen taktisch, welche also, Auswahl ja. hat der andere Spieler noch. Zu dritt und zu viert hat man das ja nicht. Von daher weiß man ja gar nicht, welches wegkommt und man selber hat ja auch gar nicht den Einfluss drauf, ja. welches wegkommt. Das kann man natürlich zu zweit dann noch ein bisschen besser steuern, beziehungsweise noch ein bisschen so spielen, mehr gegen den anderen letztendlich dann. Wie gesagt, ich denke, zu dritt und zu viert wird da noch mehr dieses, dass es die Plättchen dann auch schneller wechseln oder schneller hin und her geklaut werden, wie auch immer. Also ich fand es jetzt auch okay, wie Christian gesagt hat, das hat den Abend da Spaß gemacht, aber es ist jetzt kein Spiel, was ich jetzt in meiner Sammlung brauche. Autor ist ja unter anderem auch Bruno Català und von da ist er kein unbekannter Autor, von da war ich auch so ein bisschen neugierig auf das Spiel. Aber ich bin jetzt froh, ich habe es auf der Messe gespielt, das hat mir an dem Tag Spaß gemacht. Kaufen würde ich es mir jetzt nicht, weil ich brauche es nicht in meiner Sammlung, aber wenn es jetzt mal jemand auf den Tisch bringen würde oder möchte es gerne spielen, würde ich das auch wieder mitspielen. Ja, mitspielen schon, aber dass man jetzt, dass ich mir das jetzt unbedingt kaufen möchte, weil ich sofort wieder spielen möchte, nein. Genau. Und ich glaube, es ist aber auch, glaube ich, ein ganz gutes Spiel, kann man schon sagen, Familie Plus letztendlich. Ja, eben deshalb so für Familie, okay. Genau. Für uns vielleicht ein bisschen zu simpel. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber weil es eben echt nichts Neues hat und es hat auch nicht so ein cooler Kniff oder so ein coole Story oder. Also es funktioniert, ja, es hat Spaß gemacht, aber mir auch nicht. Genau. Ja, dann waren wir an dem Freitagabend noch, auf dem Spieleabend von der Spiel des Jahres Jury. Vielen Dank an dieser Stelle, dass wir dabei sein durften. Das war total nett. Und da hatten wir auch das Glück, unsere Mitspielerin hat ein Spiel ausgesucht, Evergreen. Das war total toll. Das wusste sie eigentlich gar nicht, aber das wollte ich nämlich gerne auf der Messe auch gespielt haben. Und sie wusste es halt nicht und sie hat es mit an den Tisch gebracht. Und was noch viel toller war, dass Jalmar Hach, der Spieleautor, auch da war. Und der hat uns persönlich dann das Spiel erklärt. Das war richtig, richtig toll. Und Evergreen, wer so Fotosynthese kennt vom Thema her, ist es ja auch so. Wir spielen insgesamt 4 Runden und jede Runde wandert so diese Sonne und man bekommt halt in der Runde immer Punkte, je nachdem, welche Bäume dann letztendlich die Sonne abbekommen. Und kleine Bäume werfen 1 Schatten, große Bäume werfen 2 Schatten und da muss man halt immer seine, ich sag mal, Sachen gut positionieren und auch wachsen lassen, sodass aus jeder der 4 Himmelsrichtungen, weil die Sonne wandert ja, man immer die Punkte dann für die Bäume am Rundenende letztendlich dann auch bekommt. Und dann bekam man am Rundenende auch noch für seinen größten zusammenhängenden Wald dann auch noch Punkte. Aber vielleicht erstmal ganz kurz, es war ein kartengesteuertes Spiel. Es lagen immer eine bestimmte Anzahl Karten aus, und zwar Spieleranzahl plus eine Karte. Und diese Karten waren halt bunt. Und zwar, wir haben Biome, wir haben so praktisch die Erdkugel. Also es gab halt verschiedene Abschnitte bei uns auf dem Spielplan in verschiedenen Farben, in einer bestimmten Anzahl von verschiedenen Farben. Und diese Karten hatten halt diese Farben, sag ich mal so, als Hintergrundfarben. Nee, das waren mehr, das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also ist auch egal. Auf jeden Fall gab es da verschiedene... Wir könnten hier zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du hast recht, du hast gerade drauf geguckt, ne? Ich habe nämlich hier das Bild nebenbei. Du bist eine, lässt mich reinlaufen. Und wie gesagt, es lag eine bestimmte Anzahl Karten dann aus und es ging los beim Startspieler und der Startspieler durfte sich dann halt eine Karte aus der offenen Auslage nehmen und hat dann den Startspielermarker auf die jeweils erste Karte dann gelegt. Und wer die ganz linke Karte. Genau. Von uns aus gesehen. Und wer sich dann die linke Karte genommen hätte, der wäre halt Startspieler in der nächsten Reihe geworden. So, nächste wenn man, Runde, ja. Nächsten Runde, Reihe habe ich gesagt, ne? Und wenn man sich diese Karten nimmt, dann hatte man halt, wie gesagt, diese Hintergrundfarbe. Und in diesem Gebiet dieser Hintergrundfarbe durfte man halt eine seiner 4 Aktionen machen. Nämlich entweder 3 Samen dort setzen oder 2-mal wachsen lassen. Also entweder einen Samen zu einem kleinen Baum oder einen kleinen Baum zu einem großen Baum. Oder halt 2 Samen zu einem kleinen Baum oder halt 2 kleine Bäume zu einem großen Baum. Aber man durfte ja 2-mal wachsen lassen. 2 kleine Bäume zu 2 großen Bäumen. Was habe ich gesagt? Ist egal. Also man kann dann jedes, was man hat, immer um eine Stufe wachsen lassen. Genau, richtig. 2-mal. Genau.
Oder man konnte einmal einen Samen setzen und einmal wachsen lassen. Oder man konnte einen Samen oder einmal wachsen lassen in einer beliebigen, anderen Region. In einer beliebigen Region, ne, auf dem Spielplan. Ja, logischerweise in einer anderen Region, weil wenn ich da die Region nutzen will, dann mache ich natürlich da, wo ich mehr kann. Genau, richtig. Genau, und dann hatte jede Karte unten noch so ein Symbol drauf, weil man hatte oben auf dem Spielplan auch noch so Leisten. Dann ist man auf der entsprechenden Leiste einen Schritt vorgegangen und hat dann entsprechende Aktionen, wenn da zum Beispiel Samen unten drauf war, hat man diese Samenaktion, also Samenpflanzen gemacht, entsprechend der Wertigkeit, wo die Leiste jetzt oben halt war. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dann in dem Moment, nachdem ich den Marker vorwärts gesetzt habe, zwei Samen pflanzen darf, dann darf ich halt irgendwo auf dieser Welt dann nochmal zwei Samen letztendlich dann pflanzen. Und ich hatte ja gesagt, es gibt vier Runden und man hat immer eine bestimmte Anzahl von Karten pro Runde bekommen. In der ersten Runde habe ich mir 5 Karten nehmen können, in der zweiten Runde 4, in der dritten Runde Runde 5 Karten, in der zweiten Runde 4, in der dritten Runde 3, in der letzten Runde noch 2 Karten. Und wenn das halt jeder gemacht hat, es wurde natürlich immer wieder aufgefüllt, die Auslage, mit jeweils Spieleranzahl plus eine Karten, dann hat man halt die Runde durchgespielt und wenn die Runde durch war, dann halt hat man da geguckt, die Sonne stand zuerst oben und hat man geguckt, wo welche Bäume bekommen Sonne ab, welche stehen nicht im Schatten, jeder kleine Baum brachte einen Punkt, jeder große Baum brachte 2 Punkte und dann hat man halt noch den größten zusammenhängenden Wald gewertet. Es gab auch noch so Büsche, Büsche haben halt Bäume zu einem Wald verbunden und dann hat halt jedes, ich sag mal, jeder Stein in diesem Wald hat halt einen Punkt gezählt, auch die Büsche zählten dann einen Punkt. Also jeder große Baum, jeder kleine Baum und jeder Busch in diesem zusammenhängenden Wald hat dann einen Punkt letztendlich gebracht. Das waren die Zusammenhängen, also das waren die Punkte, die man pro Runde bekam. So spielte man halt diese 4 Runden durch. Und alle Karten, die halt immer nicht genommen wurden, die wurden oben noch in so eine Auslage gelegt. Und da waren oben auf diesen Karten noch so Symbole drauf. Und am Spielende wurde dann geguckt, für jede Farbe, wie viel von diesen Symbolen sind da drauf? Und jeder große Baum in diesem Gebiet brachte dann entsprechend nochmal die Punkte entsprechend dieser Symbole auf der Karte. Genau, wir hatten also bei dunkelbraun war es zum Beispiel, na, das hatte 5 Symbole und der eine Mitspieler hatte da 5 große Bäume, bums, genau. 25 Punkte. Genau. Und das war eine Regel, die habe ich leider total vergessen. Also ich habe schon gewusst, dass das diese Sonderwertung noch gibt bei Spielende, aber ich dachte, das zählt auch für die kleinen Bäume und es war aber nur für die großen Bäume und da habe ich natürlich dann nicht gewonnen. Mhm. Und das Spiel haben wir dann im Abend komplett durchgespielt, hat richtig viel Spaß gemacht, also es ging auch gefühlt total schnell vorbei und ich muss ganz ehrlich sagen, das war ja auch das erste Spiel am Anfang, dann wanderte die Sonne, oh, ich dachte so, oh ja, da habe ich gar nicht dran gedacht, ich muss ja die Bäume eigentlich für alle, ich sag mal, Himmelsrichtung so platzieren, dass ich jedes Mal möglichst viele Punkte bekomme. Und das wird natürlich echt ein Puzzlespiel, weil ihr könnt euch ja vorstellen, der Plan wird ja immer voller und voller. Man bekommt Samen. Wo lasse ich einen kleinen Baum wachsen? Wo mache ich den kleinen Baum noch zum großen Baum? Ich muss aufpassen, der große Baum wirft 2 Schatten, der kleine Baum wirft 1 Schatten, weil Bäume, die im Schatten stehen, kriegen ja keine Punkte. Ich hatte am Spielende einen riesengroßen Wald. Büsche ohne Ende. Wir hatten am Spielende auch keine Büsche mehr. Ja. Das war auch ganz lustig. Der Spielautor sagte, was? Wie kann das sein? Keine Büsche mehr. Das ist wohl noch nicht so vorgekommen. Aber der größte Wald hat mir dann auch nichts genutzt, weil, wie gesagt, diese Endwertung, die habe ich auch irgendwie total aus den Augen nachher verloren gehabt. Ich habe da, glaube ich, in dem großen, ich glaube, ich hatte da 1 oder 2 stehen, aber nicht, ich glaube, nee, in dem braunen, in dem guten auch nicht, sondern in einem anderen hatte ich was drin stehen. Und also weil es auch so ist, also diese Karten liegen dann ja in dieser Auslage, die werden da quasi gesammelt, um die Wertigkeit der großen Bäume in den Gebieten dann nachher zu fixieren. Mhm. Aber es gibt auch Karten, da ist dann so ein Totenkopf-Symbol drauf. Und wenn das die letzte Karte ist der jeweiligen Runde und die wird da hingelegt, dann eliminiert sie die höchste Karte, die dort liegt für dieses Gebiet. Also angenommen, da ist dunkelbraun mit einer 3 und eine dunkelbraune Karte mit einer 2. Der Totenkopf kommt, der killt dann quasi die Dreierkarte und dann ist ein Baum in diesem dunkelbraunen Gebiet nur noch 2 statt 5 wert. Mhm. Da kann man nämlich auch noch Einfluss drauf nehmen. Und die Flächen, die Gebiete, die ich hatte, wo ich viele Bäume hatte, die sind eben gekillt worden. Mhm. Ja, man kann ja auch noch gut in die Auslage gucken, weil man jetzt sieht, da kommt eine Karte, die kommt in die offene Auslage, wenn sie keiner nimmt. Und einer hat schon in diesem Gebiet sehr viele große Bäume. Ja, dann nimmt der natürlich die Totenkopfkarte da. Ja, nee, ich meine jetzt eher, dann müsste man die Karte eher rausnehmen mit den vielen, die vielleicht noch, ich sag mal, vielleicht noch 3 Punkte dann bringen würde für dieses Gebiet. Dann sollte man die vielleicht eher rausnehmen. Aber wenn einem das vielleicht gar nichts bringt, weil man in der Farbe vielleicht gar nichts machen möchte, weil die Hintergrundfarbe wird ja auch erstmal gespielt und das Symbol auch noch. Und wie Christian schon sagte, vielleicht eher den Totenkopf liegen lassen. Und es gab auch noch so weiße Karten. Joker-Karten. Genau, da konnte man dann, ich glaube, in dem beliebigen Gebiet dann, glaube ich, das setzen. Ne? Ja.
Ich glaube, das war so. Also, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht an dem Abend. Also, ich würde es auf jeden Fall das nächste Mal anders spielen. Irgendwie geht hier meine Bilderreihe geht immer wieder aus. Ich würde es auf jeden Fall das nächste Mal anders spielen. Aber es hat mich echt neugierig gemacht. Und das ist auch ein Spiel, wo ich sage, ja, das möchte ich gerne haben. Das möchte ich ganz gerne mal häufiger spielen. Das Spielmaterial war auch total toll. Also diese einzelnen Sachen, die Bäume. Man konnte ja auch noch Wasser. Mit Wasser konnte man die Bäume auch noch wachsen lassen. Zwei, also an den vier Seiten davon dann zwei wachsen lassen. Irgendwie so. Vier Seiten? Das Wasser lag doch zwischen zwei. Konnte vier haben. Ja, okay. Habe ich mich jetzt nicht so genau beschäftigt. Okay. Und Wasser wirft keinen Schatten. Wasser wirft keinen Schatten. Aber Wasser bringt sonst überhaupt nichts. Es bringt keinen Punkt irgendwie viel. Und unterbricht auch den größten Wald. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ich habe da auch einen Fehler gemacht. Genau, weil nur die Büsche verbinden halt die Wälder dann das miteinander. Genau. Also, wir waren ein sehr schönes Spiel. Hat echt Laune gemacht. Auch wir waren eine schöne Truppe. Wir haben echt Spaß dabei gehabt. Und es ist ein Grübelspiel. Wir waren jetzt nicht so die Grübler zum Glück. Also wenn man da wirklich Grübler hat oder ein oder ja, mindestens einen hat, weil man kann natürlich schon überlegen, okay, ich bin jetzt hier erste Runde, Sonne kommt von oben, der Schatten um zwei, wenn ich jetzt zwei Runden weiter bin, die Sonne kommt von unten, dann dreht sich das natürlich alles um. Also Grübler werden da natürlich ihren Spaß haben. Wir haben es relativ stark aus dem Bauch gespielt, gefühlt, weil wir waren von der Schlachtzahl her, vom Spieltempo echt alle nah beieinander. Und das hat eben auch Spaß gemacht. Klar, man hat mal kurz überlegt, so, wo gehe ich hin, welche Karte nehme ich mir, was ist interessant. Aber jetzt nicht so, dass die Downtime einen total rausgehauen hat, nein. Und ein schöner Effekt ist eben wirklich so, erste Runde 5 Karten, nächste 4, 3, 2, dass es eben immer weniger werden. Das heißt, die einzelnen Runden werden auch kürzer. Die man bekommt, ne? Genau, und dementsprechend hat man auch weniger Aktionen in der Runde und kann eben immer weniger Einfluss nehmen. Und das bedingt natürlich, dass Grübler noch mehr grübeln können, weil sie wissen, okay, jetzt am Anfang muss ich ja eigentlich schon so vorplanen, wie ist denn das, wenn die Sonne am Schluss dasteht, was muss ich da beachten? Und wenn man das Spiel natürlich kennt, dann kann die Downtime, könnte ich mir vorstellen, da hochgehen. Aber bei uns war es echt eine schöne Runde und hat Spaß gemacht. Würde ich auch gerne nochmal spielen. Vor allem, es war ja eigentlich auch so, du machst es ja eigentlich gleichzeitig, ne? Jeder nimmt sich eine Karte und dann, was du machst auf deinem Spielplan, machst du ja im Prinzip sofort und der andere kann, oder der nächste im Uhrzeigersinn nimmt sich dann ja schon seine Karte, macht das. Ja. Also man wartet ja nicht ab, bis einer sich die Karte genommen hat, dann, ich sag mal, die Aktion ausgeführt hat, sondern dann nimmt sich der Nächste die Karte und macht seine Aktion mit der Karte. Also von daher, das läuft ja eigentlich gleichzeitig. Klar, hat man da am Anfang dann nicht die Übersicht, ob da vielleicht noch jemand einen Fehler macht oder sowas. Das sieht man dann ja, halt nicht. Ja, das haben wir am Anfang ja schon. Dafür war auch der Autor da, der hat auch gefragt, was ist denn da jetzt gerade wieder gemacht? Genau, am Anfang muss man das vielleicht noch eher nacheinander machen, damit, wenn man das Spiel versteht und wenn man das kennt, dann macht man das halt immer alles gleichzeitig dann letztendlich. Genau. Und dann haben wir uns an dem Tag, am Freitag auch noch bei Queen Games eingetragen. Da konnte man sich nämlich auch eintragen für den nächsten Tag schon mal, für Samstag. Da haben wir uns gleich für morgens 9:45 bei Marrakesch eingetragen, weil das wollten wir auch ganz gerne mal spielen. Das ist ja auch erstmal vom Spielmaterial, erschlägt einen das ja erstmal. Ja. Das ist ja ein riesengroßes Playerboard, dann hat man da ja so einen Turm, wo ja die Cashies dann reingeschmissen werden. Dann hat man ja noch diesen großen Spielplan in der Mitte. Vielleicht einmal ganz kurz, man hat 12 verschiedenfarbige Cashies, davon hat jeder hinter seinem Sichtschirm von jedem Cashie eine Farbe stehen, also insgesamt 12. Man spielt insgesamt 3 Durchgänge, a 4 Runden und jede Runde läuft gleich ab. Jeder nimmt sich erstmal 3 von seinen Cashies, nimmt die in die Hand. Wenn alle das gemacht haben, machen alle ihre Hand auf und zeigen ihre Cashies. Und korrespondierend zu der Farbe dieser Cashies setzt man jetzt seine 3 Assistenten auf seinem eigenen Spielertableau ein. Also habe ich jetzt einen rosanen Cashie, setze ich den Assistenten in den rosanen Bereich ein, setze ich den in den entsprechenden Bereich ein. Dann werden alle Cashies eingesammelt und in diesen Turm reingeschmissen. Und da kommen dann unten eine bestimmte Anzahl von Cashies raus. Es müssen nicht immer alle sein. Genau, es müssen nicht alle 12 sein. Diese 12 Cashies werden dann eigentlich unten in diesem Würfelturm entsprechend platziert. Also 12 Cashies sind, wenn man zu viert spielt, weil jeder Spieler 3 Cashies hat. 4x12. Wenn man anderen mit 3 Leuten spielt, dann sind es natürlich nur 9. So, aber wenn wir jetzt zu dritt spielen würden, wenn wir 3 Spieler und jeder Spieler hat 3 Stück in der Hand. So meinst du das? Und dann 3x3 sind 9 und dann schmeiße ich 9 natürlich. Das meinte ich. Ja, okay. Also weil es klang so, als ob immer 12 das ist spielerabhängig. Das stimmt, da hast du recht. Also es ist ja sowieso spielerabhängig, also turmabhängig, was unten rauskommt. Eben. Weil es müssen ja auch nicht, wenn 12 oben reingeschmissen werden, 12 unten rauskommen. Das versuchte ich damit zu zeigen, ja, genau. Okay. Und das, was unten rauskommt, wird eigentlich bei dem Turm dann unten verteilt. Da sind so diese farblichen Flächen. Ja. Wir haben es jetzt bei uns auf den Spielplan gelegt, weil wir halt mit so vielen großen Spielern, mit 4 Spielern saßen wir halt hier, der Turm war da hinten, dann sieht man das nicht so gut. Ja, und der
Turm war relativ instabil. Also irgendwann habe ich mich geärgert und auf den Tisch gehauen. Da kam aus dem Turm noch ein Würfel hinterher, ein Cash hinterher. Also man sollte nicht so doll auf den Tisch hauen, wenn man sich ärgert. Das ist ja eigentlich klar, ne? Dass dann was rausfallen kann. Ich habe in dem Moment nicht drüber nachgedacht. Okay, dann hatten wir diese Caches, die unten rausgekommen sind. Und dann in Spielerreihenfolge durfte man sich von diesen Caches was nehmen. Und zwar maximal 2 von ein und derselben Farbe. So, und dann war es natürlich häufig so, wenn 2 von einer Farbe da waren, häufig wurden auch 2 von einer Farbe genommen. Und diese Caches setzte man dann auf seinem eigenen Spielertableau in die gleichen farblichen Bereiche ein. Es gab 3 Bereiche, die hatten dann Soforteffekte, zum Beispiel der rosane Bereich. Da bekam man dann sofort zum Beispiel ein Geld oder Siegpunkt oder was auch immer. Oder in dem grünen Bereich bekam man sofort Siegpunkte. Und in dem braunen Bereich wurde sofort, das waren so Siegpunktplättchen, die lagen da umgedreht, also verdeckt erstmal. Und die wurden dann aufgedeckt, sodass man sehen konnte, was für Siegpunktplättchen man fürs Spielende letztendlich noch bekommen konnte. So, wenn das jeder gemacht hatte, dann hat jeder Spieler seine Aktion ausgeführt. Also es geht so weit lange reihum, bis keine Caches mehr da sind zum Verteilen. Genau. Entschuldigung, alle Caches werden verteilt. Wenn alle verteilt sind, dann geht es mit dem Startspieler los, dass der guckt, in welchen Bereichen hat er seine Assistenten eingesetzt. Und dieser Bereich wird jetzt praktisch ausgelöst. Es gab zum Beispiel 2 Bereiche schwarz und weiß. Wenn man da seinen Assistenten drin hatte und man hatte auch Caches drin, dann wurde entsprechend der Anzahl Caches, also im weißen Bereich, konnte man auf dem Spielplan auf so einer weißen Treppe hochgehen. Habe ich jetzt also ein Cache im weißen Bereich drin und ich hatte da auch den Assistenten in dem Moment drin, dann durfte ich eine Stufe im weißen Bereich aufsteigen. Das gleiche bei dem schwarzen, das war auch so, hatte ich im schwarzen Bereich den Assistenten und ich hatte da zum Beispiel 2 Caches in dem Moment drin, dann durfte ich auf dem schwarzen Bereich 2 Stufen aufsteigen. Und da war das halt so bei diesen Stufen, wenn man bestimmte, ich sag mal, Stufen überschritten hat, bekam man ein Geld und dann wurde auch noch geguckt, wo war jeweils die Spielfigur auf der anderen Seite. Und dann konnte man da auch noch Boni bekommen, wie zum Beispiel Siegpunkte oder weitere Caches oder was auch immer, genau. Man konnte aber auch, wenn man den Bereich, den man aktiviert hat mit seinem Assistenten, nicht nutzen konnte oder wollte, denn es kann ja sein, zum Beispiel, ich habe da noch gar keinen Cache drinstehen, gerade zu Spielbeginn, und ich hatte gehofft, ich kriege vielleicht einen schwarzen Cache in dem Auswahlverfahren, aber habe gar keinen bekommen, dann kann man sich auch immer, statt die Aktion auszulösen, einen Cache dieser Farbe aus dem Vorrat nehmen und praktisch für folgende Runden diesen Bereich halt stärker machen. Und so gab das halt verschiedene Sachen. Im grünen Bereich bekam ich zum Beispiel, wenn der aktiviert war durch den Assistenten, pro Cache, der drin stand, Datteln. Ich konnte im blauen Bereich pro Cache und wenn der aktiviert war durch den Assistenten, auf dem Flussenfeld vorkommen und. So gab es halt verschiedene Bereiche. Es gab dann noch die roten Caches, das waren so Joker, die konnte man bei den einzelnen Bereichen einsetzen. Und immer wenn ich einen Bereich aktiviert habe, bekam ich ein Wasser dadurch zum Beispiel. Den Bereich aktiviert habe, wo der rote stand, bekam ich ein Wasser, weil es ein Brunnen war. Genau, wenn er zum Beispiel im grünen Bereich stand und ich habe den grünen Bereich mit meinem Assistenten aktiviert und ich nutze den mit den Datteln, dann bekam ich halt ein Wasser mit dazu. So zum Beispiel. Man konnte auch auf den Markt gehen, da konnte man zum Beispiel dann, ich sag mal, auch Rohstoffe eintauschen oder man konnte sich sein Ende mal so Auftragsplättchen erfüllen. Beim Markt hatte man immer lila, orange und gelbe Caches, die man da einsetzen konnte und man musste dann bestimmte Kombinationen abgeben oder auch vielleicht auch nochmal einen von denen, um so Auftragsplättchen zu erfüllen. Dafür bekam man dann sofort Siegpunkte. Ja, oder man konnte auch da im Tauschhandel machen, dass man einen Cache abgegeben hat und dafür dann Geld, Datteln, was auch immer bekommen hat, je nachdem. Oder es gab den grauen Bereich, da hat man sich Schriftrollen holen können, da gab es bestimmte Vorteile im Spiel. Also es gab da halt viele Bereiche, wo man halt was machen konnte und so hat halt jeder für sich dann erstmal seine 3 Aktionen, also da, wo er seine 3 Assistenten drin hat, abgehandelt. Dann war der nächste Spieler dran, wenn das alle gemacht haben, war die Runde vorbei. Am Rundenende hat man dann noch geguckt, wer ist auf dem Fluss unterwegs und wer hat da schon bestimmte Boni überschritten. Und je nachdem, wie viele Boni man überschritten hatte, durfte man sich einen dieser Boni dann halt entsprechend aussuchen dann und den entsprechend dann nehmen. Genau, und dann am Ende der Runde wanderte der Startspieler und dann ging es mit der Runde, so wie wir es gerade eben schon beschrieben haben, wieder neu los, dass man halt sich wieder 3 Caches aussucht, die in die Hand nahm und so weiter, so wie wir es gerade schon beschrieben haben. Und wenn man halt mit einem kompletten Durchgang durch war, dann musste man halt auch noch Steuern zahlen. Und die Steuern waren bei jedem Mitspieler auch anders. Ich hatte, glaube ich, am Ende, das ist dann ja nach 4 Runden, endet dann der erste Durchgang. Man spielt ja insgesamt 3 Durchgänge. Ich musste zum Beispiel am Ende dieses ersten Durchgangs, ich glaube, ich musste 2 Datteln und ein Gold abgeben oder so. Billig. Ich glaube, ich musste ein Wasser und 2 Gold abgeben.
ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wenn man es nicht konnte. Dann hat man einmal Siegpunkte verloren und man hat alle, ich wiederhole, ja, alle Rohstoffe verloren, die man noch hatte. Ah, also stimmt. Man konnte dann nicht sagen, ich gebe zwei, also ich bezahle quasi mit Siegpunkten, dass ich es nicht erfüllen kann. Ja, alles abgeben. Ja, stimmt, komplett alles. Stimmt, da war nichts mit retten oder so. Und das Problem bei jeder Durchgang, da wurde noch ein neuer ein neues Steuerplättchen aufgedeckt und die addierten sich. Das heißt, dann nächste Runde hieß dann nicht nur 2 Gold und irgendwas, sondern eben 4 Gold und 2 verschiedene Sachen oder so. Das heißt, im Laufe des Spiels wurden diese Abgaben immer teurer. Ja, und das. Aber man hat auch mehr reingekriegt. Also von daher, das hat sich, glaube ich, relativ gut austariert, wenn man es durchgespielt hätte, aber so viel Zeit hatten wir ja nicht. Nee, wir haben im Prinzip anderthalb Runden. Stunden haben wir gespielt. Ja, aber nur anderthalb Runden. Wir haben die zweite Runde nicht, glaube ich, komplett zu Ende spielen können. Das ist einfach, das erschlägt einen halt. Man hat so viele Möglichkeiten, man überlegt, was mache ich jetzt, wo setze ich den ein, was mache ich da? Und manchmal, ich hatte auch zum Beispiel am Anfang, wie ich das gerade schon beschrieben hatte, dann hatte ich vielleicht den Assistenten im grauen Bereich, aber da braucht man auch eine bestimmte Anzahl grauer Assistenten, um sich diese Schriftrollen nehmen zu können. Dann hatte man die vielleicht noch nicht. Und man muss sie bezahlen können, weil die Kosten datteln. Das auch noch, genau. Und aber man hat ja zum Glück immer die Möglichkeit, wenn man die Aktion nicht machen möchte, dass man sich einen Cashy aus dem Vorrat nimmt und so dann die Aktion für die nächste Runde stärker macht. Weil ganz häufig, ich habe mir dann auch überlegt, die Cashys sind rausgekommen, da habe ich mir die angeguckt, ich habe jetzt schon geplant, was ich machen wollte, aber bis dann am Zug waren die Cashys, die man haben wollte, weg. Ja. Oder ich habe zum Beispiel auch am Markt, dann habe ich schon bestimmte Cashys da gesammelt, weil er dann zum Beispiel auslag für einen gelben, bekamst du, ich glaube, diesen Schuh oder diese Lampe und dann 7 Punkte. Das war 2-mal, wo dieses Plättchen auslag in unterschiedlichen Konstellationen. Jedes Mal war es vorher weg. Ich konnte es nicht machen, diese Aktion. Dann hatte ich aber da auch nur 2 Cashies und die anderen Plättchen, die da waren, konnte ich nicht erfüllen. Ja, also von daher kommt es natürlich dann drauf an, bis man wieder dran ist. Wie sieht die Situation bei den Cashies aus, wenn man sich die nehmen kann? Wie sieht es nachher aus, zum Beispiel am Markt? Was liegen da noch für Plättchen und so weiter? Da kann einem auch noch viel verbaut werden. Und wie gesagt, am Anfang, das sind einfach so viele mögliche Aktionen, die man da machen kann. Hat aber echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, und trotzdem war es wirklich so, dass man A, gut reingekommen ist, B, die Mechanik, glaube ich, also fand ich jedenfalls, wir haben sie extrem schnell drauf gehabt, wie das ineinander greift, wie das funktioniert. Und eben diese Auswahl ist eben auch die Stärke des Spiels, finde ich. Weil die Auswahl, also ich habe ja trotzdem pro Durchgang habe ich nur diese 12 Cashies, die ich spielen kann. Das heißt, ich habe diese 12, wenn ich den roten rausnehme, diese 11 Bereiche, die ich dann quasi innerhalb von einem Durchgang nutze. Und das limitiert mich natürlich schon an der Stelle. Also man muss schon überlegen, so nehme ich gleich in der ersten Runde den grauen und platziere den dann quasi meinen Assistenten. Du musst ihn aber dann auch noch kriegen. Das heißt, und dann muss ich ja noch, den Assistenten kann ich auf alle Fälle reinsetzen, aber habe ich dann in diesem Bereich überhaupt einen Cashy stehen, damit ich zumindest eine Aktion dort nutzen kann in irgendeiner Form. Und das ist eben nicht gewährleistet, weil wenn ich nicht der Startspieler bin, habe ich nicht die volle Auswahl. Und selbst wenn ich der Startspieler bin, kann es natürlich sein, dass die grauen Cashys in dem Turm hängen bleiben. Weil es kommen eben nicht alle raus. Das genau. ist eben so ein Jogun. Dice Tower, reinschmeißen, okay, aber rauskommen nicht unbedingt. Von daher, also mir hat das extrem viel Spaß gemacht. Ich finde es cool. Ich finde auch so diese Masse genial, dass man da so viel Zeugs hat und gucken kann. Man muss dazu aber auch sagen, der Preis, der ist schon nicht unerheblich für mächtig, das Spiel. Ja, es gab halt eben dieses normale Spiel und dann gibt es eben auch so eine Deluxe-Variante. Auch schon das Normale war schon nicht günstig zu haben. Es war aber auch eine Verpackung und ist auch jede Menge Spielmaterial. Und ich weiß auch nicht, war das auf 2 eigentlich? Ja, es waren 2 bis 4. Ich weiß nicht, ob das zu zweit so viel Spaß macht, weil je mehr Leute sind, umso mehr wird natürlich reingeschmissen, umso mehr Abwechslung oder Auswahl ist nachher da. Ich glaube, mit mehreren könnte ich mir vorstellen, dass es sogar mehr Spaß macht als zu zweit. Aber vielleicht kaufen wir uns das auch noch. Ich weiß auch nicht, also wir haben es jetzt ja zu viert gespielt auf der Messe, von daher, ich kenne die Zweierregel nicht. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwie ein Bot oder sowas nicht, mit dabei ist. Aber er hatte mir das, glaube ich, auf der Neuheitenschau erklärt. Ich muss gestehen, ich habe es vergessen, weil zu viel Input. Ja, auf der Neuheitenschau war das ganz extrem, weil da war noch die Deluxe-Variante mit hier und da und das nicht gesehen. Also. Ja, und da haben wir ja auch so viele Spiele uns angehört und das war ja auch schon am Mittwoch und wir waren jetzt am Samstag, dazwischendurch haben wir ja auch schon so viel anderes gespielt, also es war zu viel Input, von daher, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ja, okay, und danach sind wir dann erstmal ein bisschen rumgelaufen. Das war am Samstag, genau, weil wir nachher auch bald einen Termin noch hatten. Und dann sind wir ein bisschen rumgelaufen und dann war per Zufall, habe ich gesehen, bei Board Game Circus, ich bin einfach mal rein zwischen die Stühle gelaufen und dann war halt der Fika und da saß gerade ein Erklärer und jemand, der sich das erklären lassen wollte, dann gedacht, höre ich mal zu. Und dann sah der nur, dass wir zu zweit ankommen und sagt, ja Mensch, spielt euch. Ich sage, nee, wir wollen dir jetzt eigentlich den Platz wegnehmen. Und dann habe ich halt mit dem anderen Messebesucher zusammengespielt, war sehr nett.
Viele Grüße an Unbekannt an dieser Stelle. Ja, dann haben wir halt zu zweit Fika gespielt. Fika ist in erster Linie erstmal ein Kartenspiel. Es gibt halt noch so drei, ich sag mal, Scheiben, die sind mit dabei. Ja, die schwedische Lebensart ist ja nicht nur Kaffee trinken, sozusagen. Wir haben in der Mitte fünf Karten ausliegen, fünf Straßenkarten. Und wir sind im Prinzip Kaffeebetreiber und wollen im Prinzip das meiste Geld verdienen. Und wir bekommen am Anfang, ich meine, jeder sechs Handkarten auf die Hand. Dann liegen auch noch vier Karten offen. Es gibt auch noch zwei Kaffeeklatschkarten. Das heißt, zwei von diesen Karten werden auf die Rückseite gedreht. Da hast du auf der einen Seite sind zwei Kaffeebecher und auf der anderen Seite drei Kaffeebecher drauf. Und ganz zu Spielbeginn wird jetzt erstmal die erste Farbe quasi gewählt. Das macht zu Spielbeginn, wird das zufällig gemacht, dass es irgendein Spieler sagt, ich meine, es gab braun, rot und orange, ich weiß nicht mehr, also drei verschiedene Farben. Und dann sagt der eine, braun ist jetzt die erste Farbe, dann nehmen wir, ich glaube, rot als zweite Farbe zum Beispiel und die andere als dritte Farbe und die werden übereinander gestapelt. Warum man das macht, komme ich gleich noch zu. Und wir spielen über zwei bzw. drei Runden, weil im Prinzip Best aus Three, also wer zuerst zwei Runden... Best aus Three? Best aus drei, wer zuerst zwei Runden gewonnen hat, gewinnt im Prinzip das Spiel, von daher zwei bzw. drei Runden. So, und in jeder Runde ist es immer so, man hat seine sechs Karten auf der Hand und man spielt eine Karte verdeckt aus. Dann werden die Karten aufgedeckt gleichzeitig und dann guckt man erstmal, diese Karten haben Zahlen von 1 bis 6. Wer die höhere Zahl gespielt hat, spielt seine Karte zuerst an. Und zwar, wir hatten ja in der Mitte diese fünf Straßenkarten an einen freien Platz auf meiner Seite. Also jeder hat seine Seite, wo er seine Karten anspielt. Wer die höchste Zahl hat, darf sie zuerst spielen, darf dann den Effekt auslösen. Und bei der Karte steht auch immer drauf, wofür sie in einem Spiel eine Siegpunkte bringt. Wenn jetzt beide die gleiche Zahl gespielt haben, dann ist halt maßgeblich, welches ist davon die bessere Farbe. Wenn einer jetzt die erste Farbe, also braun, gespielt hat, dann kommt der zuerst dran. Wenn jetzt, ne, so, dann geht es halt nach der Farbe, wie man sie am Anfang diese Chips dargelegt hat. Erste, zweite, dritte Farbe. Dafür sind halt diese Chips am Anfang dann wichtig. So, und diese Karten sind halt sehr interaktiv. Das heißt, ich spiele meine Karte an und kann dann den Effekt machen. Zum Beispiel, ich darf eine Karte aus einem beliebigen Café, also entweder aus meinem oder dem anderen, mit dem Vorrat tauschen. Oder ich darf eine Karte aus einem beliebigen Café mit einer gegenüberliegenden Karte tauschen. Oder. Also sehr interaktiv. Also wer fünf Karten ausliegen hat, also wenn ich meine fünf Karten ausgespielt habe, dann darf der andere mein Café auch nicht mehr verändern. Das heißt, dann ist mein Café in Stein gemeißelt, dann kann er das auch nicht mehr angreifen, so nenne ich es jetzt mal so, oder die Karten noch verändern. Ja, man kann zum Beispiel... Der große Kaffeekrieg von Schweden, wo waren wir? Schweden. Ah, Schweden. Der große Stockholm-Kaffee-Krieg? Kaffeekranzkrieg. Genau, man konnte zum Beispiel die Reihenfolge von Karten in einem beliebigen Café, meine ich, verändern und so weiter. Also jede Kartenzahl von 1 bis 6 hatte eine Fähigkeit, die man ausführen durfte. Und zwar auch nur in dem Moment, wo man die Karte dann ausspielt. So, und am Spielende hat man halt geguckt, wie hat man die Spielbedingungen auf den Karten erfüllt. Zum Beispiel, wenn ich auf einer Karte draufsteht, habe vier gleichfarbige Karten in deinem Café, dafür bekommst du 9 Geld. Oder habe drei Karten mit aufsteigender Zahlenreihenfolge nebeneinander liegen, dafür bekommst du so und so viel Geld. Oder habe vorne am Anfang eine 1 und hinten eine 6 liegen, dafür bekommst du so und so viel Geld und sowas. Also da gibt es halt für verschiedene Effekte dann Punkte. Je nachdem, wie man das erfüllt hat, bekommt man dann halt Punkte. Und wie gesagt, der die meisten Punkte hat, gewinnt die Runde. Man spielt maximal 3 Runden. Der 2 Runden gewonnen hat, gewinnt letztendlich das Spiel. Und ich fand das lustig. Ich fand das echt... Also mir hat es echt Spaß gemacht. Das war schon sehr viel Interaktion, weil man spielt eine Karte aus, dann weiß man nicht, was hat der andere für Karten aus der Hand. Genau, es gab auch noch den Kaffeeklatsch, habe ich ja gerade schon erklärt. Wenn der nämlich in die Mitte kommt, der hat ja auf einer Seite 3 Kaffeetassen und auf der anderen Seite 2. Dann wird das Ergebnis, was man am Ende bekommt, entweder mal 3 oder mal 2 gerechnet. Das heißt, es ist ja für beide Seiten gut, weil wenn ich den Kaffeeklatsch zu mir mit den 3 Tassen positioniere, bekomme ich zum Beispiel für die Karte, wo ich 4 gleichfarbige Karten am Ende dann liegen haben muss, wo ich dann 9 Punkte, also 3 mal 9, 27 Punkte. Der andere würde aber für die Karte, die bei ihm dann liegt, 2-mal die Punktzahl dann für die Karte entsprechend bekommen. Diese Kaffeeklatschkarten kann man im Spielverlauf auch noch verschieben oder man kann sie auch noch austauschen mit Handkarten, also da kann auch noch was passieren. Also von daher ein sehr interaktives Spiel. Nichts ist in Stein gemeißelt, das muss man natürlich nicht. Es sei denn, es liegen 5 Karten aus. Von daher ein sehr interaktives Spiel, ein sehr kurzweiliges Spiel. Also wir sind wirklich gut reingekommen ins Spiel. Ich hatte am Anfang nicht ganz verstanden, warum, weiß ich, ist ja auch immer ein bisschen laut auf der Messe und so viele Einflüsse, diese drei Plättchen, die da lagen. Das hatte ich am Anfang nicht ganz so verstanden mit der ersten, zweiten und dritten Farbe. Ist ja im Prinzip so ein bisschen so ein Stichspiel. Ne? Mhm. Also wer spielt jetzt die höhere Karte aus, dann ist der dran. Ansonsten, wer hat die stärkere Farbe letztendlich ausgespielt, dann ist der dran.
Ja, und das war echt ein sehr schönes, kurzweiliges Spiel. Ich habe es auch schon vorbestellt, bevor ich es auch gespielt hatte. Ja, gut zu wissen. Also mir hat es echt Spaß gemacht und ich freue mich drauf, das wieder zu spielen. Also es hatte schon, wie gesagt, es ist ja auf jeden Fall abwechslungsreich, weil man ja nie weiß, welche Karten habe ich auf der Hand, welche hat der andere Spieler auf der Hand, was wird gespielt, wie verändert sich noch was in meinem Café, was kann ich vielleicht bei dem anderen noch kaputt machen. Man muss natürlich das Interaktive dann mögen, dass man auch was kaputt gemacht bekommen kann und dass man auch anderen was kaputt machen kann. Und also mir hat es Spaß gemacht. Du hast ja dann zugeguckt. Ich kann ja nicht so sagen, ich saß daneben. Die hatten scheinbar Spaß dabei. Aber du hast auch ein bisschen geguckt, oder nicht? Oder hast du gar nicht zugehört? Doch, ein bisschen. Geguckt, ja, nicht zugehört nicht, dazu war ich zu weit weg. Ich habe das gar nicht gehört, was da war. Aber ja, das ist dann immer der Lautstärke also, auf der Messe. Ich sag mal, es ist rein vom Thema her, finde ich das halt eben genial. Ja? Also der große schwedische Kaffeekrieg von 1938. Dass da mal ein Spiel drüber gemacht wird, fand ich echt innovativ. Und von daher, ich freue mich drauf, das auch spielen zu dürfen. Der große Kaffeekrieg. Ja, und dann haben wir an dem Tag auch ein noch... ein kleines, ne? Ein Absackerspiel. Planet B, genau. Ja, genau, dann kannst unser du Absackerspiel. Ja, Planet B haben wir gespielt. Ist auch wieder so ein Ding, wo man... Also von der Story her, wir sind halt eben die Menschheit und wir machen hier ab und zu ein paar Fehler, ab und zu häufiger. Und jetzt haben wir halt eben gesucht, wir haben einen neuen Planeten gesucht, damit wir unsere Zivilisation quasi nochmal neu aufbauen, nochmal vernünftig einfach fortführen können. Mars hat nicht funktioniert, aber dafür haben wir dann Planet B gefunden, Planet B. Und sind dahin ausgewandert und wollen da halt eben jetzt quasi eine neue Menschheit aufbauen, Zivilisation aufbauen, Regierung aufbauen, wie auch immer. Und zu diesem Zweck ist es natürlich erforderlich, dass wir ein bisschen Schwarzgeld unter die Leute bringen, weil mit Schwarzgeld, das ist halt eben die Siegpunktwährung bei dem Spiel, wer das meiste Schwarzgeld am Ende des Spiels hat, der hat gewonnen. Hattest du. Ja, logisch, klar. Und das ist schon ein schöner Kniff. Und zwar, man hat eben normales Geld, mit dem man bezahlt. Das ist vorne dunkel gewesen, sag ich mal. Und wenn man das umgedreht hat, ist es Schwarzgeld geworden. Also das Geld hat die gleiche Wertigkeit. Also bei Schwarz stand zum Beispiel 5 Geld, Einheiten, 5 Millionen, keine Ahnung. Wenn man das umdreht, waren es dann eben 5 Einheiten Schwarzgeld, 5 Siegpunkte. Und es funktioniert eigentlich so, dass man halt eben einen Plan hat, der für alle Spieler ist. Der hat 3 Spalten und in diesen Spalten setzt man, was waren das für Koffer. Schwarze Koffer ein? Die Schwarzgeldkoffer natürlich. Schwarzgeld. Das macht er also thematisch extrem gut. Und dann setzt man den da ein als aktiver Spieler, sag ich mal, und führt halt eben dann die Aktion aus, die dazugehört. Hat man nachher in einer Spalte 3 Koffer platziert und man hat den dritten Koffer platziert, dann macht man trotzdem ganz normal die Aktion, die dort möglich ist und dann handelt man quasi noch zusätzliche Sachen ab, das heißt die Koffer werden weggenommen, die Karte wird eventuell gedreht, die dort liegt oder halt eben ganz aus dem Spiel genommen, auf so einer Leiste wandert so ein Marker vor, wenn der Marker zu weit nach vorne gekommen ist, kommt es zu einer Wahl und. Ganz so tief wollen wir jetzt auch gar nicht einsteigen und es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, also angenommen, ich habe jetzt so ein Schwarzgeld-Dings da platziert, dann kann ich zum Beispiel bei mir auf meinem eigenen Board produzieren, das heißt, es gibt verschiedene Rohstoffe, die man produzieren kann. Ich kann Gebäude bauen, ich kann Charaktere anheuern und je nachdem, diese Gebäude haben eben häufig irgendeinen Effekt, dass ich noch das Spiel oder Aktion im Spiel beeinflussen kann oder eben auch nutzen kann, dass ich eben das Gebäude dort liegen habe. Ich habe nachher Charaktere, ich habe Personen, die kann ich dorthin schicken. Da gibt es orangefarbene und lilafarbene. Ich darf am Anfang oder am Ende meines Zugs. Ich darf also nie mehr als 8 von einer Sorte haben zum Beispiel. Und die setze ich dann ein und die nutzen dann oder aktivieren dann quasi die Funktion des Gebäudes, was dann auch wieder sein kann, dass man eben irgendwas bekommt, dass man Schwarzgeld bekommt oder. Und ein Kniff ist zum Beispiel, dass jedes Gebäude kostet logischerweise Geld, es muss ja gebaut werden. Und da kriegt man aber so ein Cashback an Schwarzgeld, an Siegpunkten. Also angenommen, ich zahle 20 Geldeinheiten, dann kriegen die sofort 8 zurück, liegt die bei mir auf den Haufen. Und dann gibt es eben nachher die Wahlen, wer die Mehrheit dort hat, weil es gibt noch ein Säckchen, da kann man dann so Wahlmarker reinschmeißen, die werden dann nachher rausgezogen, reihum, im Zwei-Personen-Spiel mit einem kleinen Bot. Das ist doch die einzige Stelle, wo ein Bot überhaupt auftaucht, ansonsten merkt man den nicht großartig. Also spielt man es ganz normal im Zwei-Personen-Spiel. Und je nachdem, wer dann halt eben die meisten gezogen hat, der wird dann eben Präsident oder Präsidentin. Seinen eigenen, richtig, ne? Von seinen eigenen. Genau, kriegt dann eine Sonderaktion, die er jede Runde dann durchführen kann, ist der ein Spieler... Der Spieler, der am Ende des Spiels Präsident ist, sprich Präsidentin, kriegt nochmal einmalig auch nochmal Schwarzgeld. Dann der zweite war, ich weiß gar nicht, war der Vizepräsident oder sowas. Der hatte dann eben auch gewisse Eigenschaften. Und so verzahnt das eben extrem ineinander. Wunderschöne Grafiken mit
ganz viel schwarzem Humor mit ganz viel Anspielungen. Mhm. Also es gab zum Beispiel irgendeins, das hat er uns Freddy auch erzählt gehabt, das ist der von Hans im Glück, Propaganda, da ist halt eben so ein Rednerpult, da ist vorne so ein Z drauf und dahinter ist halt eben so ein menschlicher Körper mit einem nackten Oberkörper und halt eben so eine Glaskugel oben drauf. Und Goldkettchen. Man kennt die Mems von irgendeinem komischen Menschen, der so normalerweise auf dem Pferd reitet und dann eben nachher überall anders war. Und das ist logischerweise dann in Bezug darauf. Und es gibt eben total viel. Also allein schon das Cover ganz am Anfang. Es werden wenige wahrscheinlich kennen den Film Sie leben von Richard Carpenter mit Rowdy Ronnie Piper, einem coolen Wrestler, der leider mittlerweile verstorben ist. Egal, ein paar kennen es vielleicht. Und da ist es ja so, dass wenn man da eine Brille aufnimmt, dass man eben diese Geheimbotschaften der Außerirdischen sieht und das sieht man auch auf dem Cover. Und so Anspielungen gibt es eben noch und nicht. Also ich habe ein paar erkannt, ganz viele logischerweise nicht, weil ich wahrscheinlich einfach nicht diese Art von Filmen oder so kenne. Aber so ein paar Sachen habe ich auch erkannt und das war echt immer sehr amüsant, auch die Sachen zu entdecken. Ja, und es gab natürlich, wenn man die Präsidentin bekommen hat, auch noch vielleicht kurz noch dazu, dann kann man natürlich auch nochmal Schwarzgeld dann als Belohnung, wenn man sie bekommen hat, Soforteffekt. Also es gab an vielen Stellen, man wollte halt so viel Schwarzgeld wie möglich letztendlich dann bekommen. Das war echt schon ein lustiges Spiel. Und was auch ganz interessant war, man kann ja letztendlich die Spiellänge auch so ein bisschen selbst bestimmen, weil diese Aktionsplättchen, ja, die Christian oben beschrieben hat, oben sind ja drei Spalten, wo dann diese Aktionsplättchen ausliegen. Und immer wenn da drei Koffer daneben lagen, wurden ja bestimmte Effekte abgehandelt, unter anderem, dass dieses Plättchen auch einmal umgedreht wurde. Nachdem es aber einmal umgedreht wurde, kam es dann aus dem Spiel. Und wenn halt, dann lagen halt auch Plättchen zum Nachlegen da. Und wenn halt kein Plättchen, oder wenn das letzte Plättchen im Spiel war, so rum, dann war jeder noch einmal dann dran, hatte jeder noch einen Zug und dann war das Spiel zu Ende. Und wir haben auch gefühlt, wir haben, glaube ich, 10 vor 4 angefangen und haben, glaube ich, bis 4:45 gespielt mit Erklärer. Also wir waren wirklich total fix. Wir haben auch wenig Wahlen gehabt, gefühlt. Ich glaube, wir haben nur 3 Wahlen gehabt. Das war also immer wenn sowas, dann kommt nämlich auch, wenn so ein Plättchen praktisch einmal, ich sag mal, mit Koffern belegt war, mit 3 Koffern, gehört ja zu dieser Reihe ja auch dazu, dass so ein Männchen auf einer Leiste oder so ein Plättchen auf einer Leiste vorrückt und wenn das eine bestimmte, ich sag mal, Anzahl Felder vorangeschritten war, dann wird praktisch, ich sag mal, ja so eine bestimmte Phase ausgelöst, wo man die Worker von seinen eingesetzten Gebäuden zurücknahm. Man guckte, man hatte auch noch so eine Leiste, wo man gute Stimmung und schlechte Stimmung hatte, ja, im Spiel. Ja, da hat man ein Einkommen gekriegt oder einen Malus gekriegt. Genau, und dann war halt diese Wahl, die Christian gesagt hat. Und genau, und dadurch wurde es halt ausgelöst und dann wurde dieser Mark auch wieder zurückgelegt. Also hat echt Spaß gemacht. Ist ein lustiges Spiel. Wir haben uns dann da auch nochmal diese, ich sag mal, Charakter, diese gelben Karten. Ich weiß gar nicht, ob die Charakterkarten. Wir haben nicht so viel. Bei Charakter, Personen. Wie auch immer, also diese gelben Karten, die man auch kriegen konnte im Spiel, auch hinterher nochmal angeguckt. Und das ist zum Beispiel Freddy auch mit dabei. Der von dann zum Glück. Also da sind so ein paar Sachen mit dabei. Also, das ist wirklich, sind so Anspielungen, ich sag mal, ja, schwarzer Humor halt dann letztendlich. Ja. Ne? Also mir hat es Spaß gemacht. Ich möchte es auf jeden Fall nochmal wieder spielen. Ich möchte es auch gerne mal in einer Mehrbesetzung spielen mit 3 oder 4 Personen. Mal sehen, wie es dann spielt. Ja, gerade so Richtung Wahl und so. Ne? Also dieses Wahlfeeling kam durch den Bots ein bisschen. Aber wenn man das dann mit einer Echtbesetzung, mit echten Menschen, mit 4 Leuten zum Beispiel macht, da ist dann schon, glaube ich, mehr Spannung auch dabei, bei der Wahl. Genau. Jetzt rufe ich noch mal ganz kurz in meinen Reminder. Du kannst ja vielleicht noch mal ganz kurz was erzählen, falls dir noch was zu den Spielern fehlt. Ich gucke noch mal ganz kurz, ob wir jetzt alle Spiele haben oder ob wir jetzt eins vergessen haben. Ich weiß gar nicht, das Spiel, gab es das überhaupt schon? Nee, doch, Planet B gab es zu kaufen. Planet B gab es zu kaufen. Stimmt, deshalb war ja diese Schlange bei Hans im Glück immer so sehr lange. Stimmt, genau. Das war schon käuflich zu erwähnen. Ja. Nee. So, ich habe gerade mal gecheckt. Nee, wir haben jetzt nichts vergessen. Das Einzige, was du nicht gesagt hast, an dem Abend, als wir da bei Evergreen gespielt haben, da haben wir noch Würfel. Habt ihr noch Würfelsiedler gespielt? Nee, Würfelsiedler nicht. Würfelhelden. Würfelhelden von Amigo haben wir noch gespielt. Das war aber auch total lustig. Wir haben wieder in der Viererrunde gespielt. Ohne mich. Ja, du wolltest ja nicht. Es ging ja auch nur zu 40, hat er gesagt. Ich kann ja nichts dafür, wenn die Bedienung mir kein Bier bringt, dann muss ich zur Bedienung gehen, mir Bier holen. Ich konnte da gar nichts. Bier wichtiger als das Spiel ist, dann ja. Wir waren ja zu 5 am Tisch, das hätte ja nicht funktioniert. Ja, deswegen hättest du ja mitspielen können. Ja, ich habe das schon. Ihr habt doch Spaß gehabt. Ja, ich hatte ja gesagt, du hättest auch spielen können anstatt meiner. Aber das war wirklich auch wieder eine total lustige Runde. Es hat ein total einfaches Spiel. Jeder bekommt im Prinzip so einen Heldencharakter, hat, ich sag mal, 3 weiße Würfel immer zur Verfügung. Ach, du wolltest das Spiel so nochmal erklären? Ganz kurz nur einmal. Es gibt dann noch, man hat auf seinem Spieltableau noch gelbe und rote Würfel, jeweils 3. Die kann man sich im Spielverlauf halt erwürfeln und je nachdem, was man würfelt, bei Schwertern kämpft man halt gegen die Bösewichte, weil man möchte da Bösewichte fangen. Wer am Ende das meiste Geld gesammelt hat, gewinnt.
Oder man kann sich halt, wie gesagt, gelbe und rote Würfel erwürfeln. Oder man hat Geldsymbole drauf. Für jedes Geldsymbol durfte man sich ein Geld nehmen. Hat man keine Schwerter am Ende seines Würfelwurfs gewürfelt, durfte man sogar die doppelte Geldmenge nehmen. Und man durfte immer bis zu dreimal eine beliebige Anzahl an Würfeln neu werfen. Und das machte man so lange, bis der Bösewichtstapel durch war. Und so einfach als Würfelhelden. Und das macht aber echt total viel Laune. Also wir haben es ja schon zu Hause und wir haben es ja hier schon in verschiedenen Konstellationen gespielt, auch mit unseren Kindern und jetzt da auch wieder. Und es ist einfach, ich finde, es ist ein richtig gutes Spiel. Schnell erklärt. Ich habe es sogar erklärt, weil Michaela da irgendwie nicht da war. Ich habe es den anderen dann erklärt. Ich musste mal kurz wohin. Genau. Entschuldigung. Und dann haben die gleich gestartet. Und als ich mit meinem Bier dann wiederkam, war das schon hoch im Gange und alle hatten Spaß. Von daher, das war du warst glücklich, weil du dein Bier hattest. Ja, ich kann auch zurückstecken, ich kenne da gar nichts. Du hast ja nicht zurückgesteckt, das Bier war dir wichtiger. Ich habe euch spielen lassen. Okay, lassen wir es mal so stehen an dieser Stelle. Okay, dann sagen wir erstmal wieder an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr bei uns reingeschaut habt. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir machen, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Kanal abonniert. Gebt auch gerne dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss!